Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf Twitch und auf YouTube. Wir spielen heute ein Let's Play HOTS zusammen mit dem Storm. Grüßt euch, Leute. Ja, du machst wieder Hi, Furion, während wir mal ein bisschen rumgesseln. Also die letzten paar Spiele habe ich auf jeden Fall wieder gut gewonnen alleine. Mal sehen, also ich mag Gaslo eigentlich als Lane Pusher, ist ja ziemlich angenehm zu spielen. Oh, wir haben Tyrande, Kaya und wir haben mal nicht mal Furion, Maltael und Genji. Interessant. Genji! Oh, ich glaube, das wird ein Leaf Game. Sieht so aus. Da hat einer auf Abbrechen gedrückt. Der hat aber keinen Bock mehr. Ich hasse das. Wenn die sehen, dass das Team scheiße ist, dass die Insta das Game abbrechen. Ist auch sinnlos, weil man kann trotzdem gewinnen. Außer ja, ist das eine halt so. Game, was ich vor kurzem hatte, wo zwei Stacer im gegnerischen Team waren. Wir hatten keinen einzigen Stacer. Das war böse, ey. Wirklich. Das kannst du ja wirklich völlig vergessen. Da wusste ich von Anfang an, dieses Game wird nichts. Weil die ganze Gut, Zeit der sollte recht behalten haben. Die rennen die ganze Zeit nur rum und schnatzen dich ab. Du kannst nicht einmal irgendeine Aktion starten. Hä? Wieso bist du jetzt da nach links geswitcht? Ich weiß nicht. Meine Grafikkarte ist wieder deaktiviert gerade. In dem Moment. Ja, also wir werden sehen. Ich kann das hier voll mit nachvollziehen, diesen MSI Afterburner. Das ist wieder kein Takt drauf. Ja, weil ja jetzt auch kein 3D angezeigt wird. Das ist ja nur 2D. Also bei mir genauso. Ja, aber mein Ingame-Menü hat auch geruckelt. Das war sonst nie so. Boah, ich liebe die Map. Achso, nee, das ist gar nicht die Linux. Verdammt. Nee, ist mit den Zerg. Die ist kacke. Na, kacke ist die nicht, aber da hat man zu tun. Oh ne. Achso, wir haben Lieutenant. Wir haben Doppel hier, ne? Ne. Ja, stimmt, wir haben zwei Heals. Die haben aber auch Thrall und Karazim. Die können auch beide heilen. Zwar nicht so krass wie Malfurion und Lieutenant, aber die können heilen. Dafür haben wir nicht so viel Damage. Hier aber auch nicht. Gul'dan ist auch eigentlich eher ein Lane-Pusher. Li Ming macht halt gut Damage. Rexxar halt auch mit seinem Scheißbären. Was haben wir? Wir haben diesen Klingmeister nicht dabei. Der ist kacke, der Hero. Ich hasse den. Der überpowerste Hero aktuell ist Varian zusammen mit Abatur. Wenn jemand Varian spielt und sich Abatur draufsetzt, ist der Char einfach sowas von imbar. Der schnackt einfach alles weg, weil der hat Life Leech, kann sich dauernd den verdammten Schild geben und Varian und Abatur zusammen. Ich habe da ein Video mit einem Kumpel zusammen gesehen, vergiss es. Vergiss es. Der krankeste Scheiß, den ich je gesehen habe. Oh, jetzt taktet sich die Grafikkarte wieder. Mitte brauchst du nicht. Es gibt nur Nord und Süd. Nee, das wird zu viel, dann geh ich nach oben. Brauchst du nicht, Dings kommt. Aber gut, da unten ist schon Heal. Komm mit hoch. Pro Lane kann ein Heal sein. Ja. Und da kommt doch schon jemand. Ah, das liebe ich auch an mal. Der kann einfach festwurzeln. Nice. Aber der macht euch ordentlich Damage an Creeps, ne? Dummkopf. Richtiger. Was hat er gedacht, wer ist? Mike Tyson oder der was? Der hat mit dem Stun nicht gerechnet. Ja, die können halt auch nicht so krass healen wie wir, ne? Das wird für die eine harte Nummer werden. Ist eigentlich mega unfair für die. Ja, das ist auch. Oh, da hat der Matchmaker wieder keine gute Sache gezeigt.
Ja, super. Dafür gehen sie unten down. Dann schieben wir nach unten. Nee, wir brauchen den Heal auf der Lane. Sonst ist sie vorbei. Du gehst nicht nach unten. Achso, unten ist nur Lieutenant. Dings, die Tussi soll runter. Das schafft die nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. So auf Kulan kann so einen Live-Lead-Strahl machen. Mhm. Alter, jetzt taktet sich meine Grafkarte wieder. Jetzt ruckelt hier alles. Was ist denn los mit dem Scheißding? Wieso nervt denn das heute so hart? Keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall die Dinger jetzt hier gleich einnehmen. Oh Gott, ich kann so nicht spielen. Dann stell halt alle Settings runter. Ich verklick Gott, ich mich jetzt die ganze Zeit, weil ich nur 2 FPS hab. Auch hier. Ich habe auch keinen Mana mehr, pass auf, ich kann nicht mehr hin. Ja, ich muss nur das Ding einnehmen. Wieso ist denn das alles so abfuck? Nerv nicht rum, du Missrechner. Help, help, help! Macht ihr denn da oben? Spielt ihr an euren Eiern oder was? Meine Güte. Bist du downgegangen? Mhm. Verrat nicht in-game. Ja, ist schlecht, dass du nicht in-game warst. Wir verlieren auch die Südlane. I go out. Ich raste aus, ich kann so nicht spielen. Ich hab 5 FPS. Wieso verlieren wir denn die Südlane, Alter? Was haben die denn hier unten gemacht? Ich muss das Problem hier irgendwie solven. Lieutenant geht zurück, Mann. Oh, ich versuche Lieutenant zu bodyblocken. Oh nein, hat er mich geschnackt. Der Lieutenant okay. Morales hier ist richtig scheiße. Und ihr geht da oben auch schon wieder die ganze Zeit auch down. Geht down. Ich hab weil ich nicht zocken kann. Das ist so dumm. Stell doch die verfickte Fick-Grafik runter. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Nothing. Ich häng auf Intel-GPU. Dann kann ja, ich aber dann stell halt alles runter. Jetzt für das eine Spiel. Danach kannst du immer noch dann irgendwas machen. Das bringt nichts. Das bringt kein FPS-Durchbruch. Aber ich muss trotzdem. Ja, du machst mich wahnsinnig, Alter. Warum soll denn das nichts bringen? Wieso haben wir eigentlich nicht einen von den Scheiß... Ich kann so nicht spielen. Das wird so nix. Jetzt haben wir schon wieder nicht einen scheiß Vorteil. Und verlieren okay. Auch die Südlane. Das ganze Team spielt wie behindert, Alter. Ich hab das Gefühl, ich waste hier nur meine Zeit. Jetzt bin ich wieder drin, jetzt kann ich wieder so zocken. Das sieht ultra mies aus. Es merkt aber auch keiner, dass die Südlane down geht, ne?
Genji kann was killen, wow. Komm zurück, Junge. Die holen die ganze Nordlane. Ich bin hier nur unterwegs, ne? Kraft das nicht. Was zum Fix? Haben wir so viel Damage gemacht? Was ist das für ein Ficker? Wieso holt er mich meine eigenen Base? Weil das kann. Ja, der ihr Bumsstrahl, Alter. Hör da auf. Du bist denn so krass geslowt? Ich habe keinen Mana. Kannst du mir Mana geben? Ja. Es ist hier das Game over. Das ist nicht viel. Naja, dann bringt's doch nichts. Kann ich mal einen Tower setzen, ey. Ach, aufgeschnackt alles. Ach. Mein Arsch. Ist das ein Kack-Game, ey, weil hier nichts funktioniert hat. Jetzt haben wir schon wieder zwei Level Diff. Das Game ist vorbei. Jetzt holen sie den Zergschwarm. Ich weiß auch echt nicht, was unser Genji macht. Ich sehe ihn nicht einmal vernünftig abschnatzen, nur irgendwelche komischen Kunststücke. Guck mal, was er da macht. Der wastet sich gerade unfassbar. Hm. Und super, jetzt sind die Heroes auf der Nordlane und Südlane kommen die Zerg. Jetzt holen sie Boss. Nee, Boss können sie nicht holen. Genau, ich tank die ganzen Zerke. Was macht eigentlich Johanna? Ganz ehrlich, die sehe ich auch nur dumm rumrennen. Viel zu früh. Jetzt bräuchten wir das. Ist er noch aktiv? Na, lassen sie sich wieder abschnatzen. So eine Dummköpfe. Hau ab. Hau ab. Geh schon weiter nach rechts. Geh schon weiter nach rechts. Geh, 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 geh.
hab jetzt Dauer hier. Jetzt kann sich das ein bisschen drehen. Ab 5. Auf unserem Level 13 ist das ganz gut. Naja, du musst aufpassen, die haben alle Range Attack, ne? Mhm. Rückzug, 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 Rückzug. Ja, auch kein Mana mehr, stimmt. Ich versuche noch schnell hier unten das Lager zu holen. Kann mir mal jemand helfen? Na, ja, ist hinter dir. Dann holen wir uns Süden. Ich hab keinen Heal, ne? Pass auf. Was sagst du jetzt? Ich hab gerade erst gemerkt, ich hab keinen Heal. Man sagt es doch nicht, wenn wir mitten beim Kämpfen sind, Alter. Geh, geh, die sind getäubt. Geh bloß nicht down, verpiss dich. Mann, sowas musst du mir doch frühzeitig sagen. Du siehst doch, wie viel Mana du hast. Sag doch, ich kann gleich nicht mehr gesehen, healen. Ey, fuck. Ich wollte dich healen, hab gemerkt, oh fuck, da geht nichts mehr. Hätte ich mich doch niemals in den Kampf reingestürzt. Wieder für den Garten, Alter. Richtig für den Garten. Deswegen konnten wir den Süd nicht holen und deswegen konnten die wieder den Zwergschwarm holen. Es ist doch immer die gleiche Scheiße. Einfach frühzeitig Bescheid sagen. Ach, hör auf, der hat sein Ulti gezündet, ey. Level Diff, das ist doch für den Arsch. Mann, jedes Stream-Game verliere ich, Alter. Ich verliere nie ein Spiel, wenn ich nicht auf dem Stream bin. Das nervt mich. Das nervt mich so sehr. Ich muss jetzt meinen Fick-Rechner neu starten, damit der Scheiße funktioniert. Wieso denn neu starten? Weil hier nichts geht bei mir. Ich kann so nicht zocken. Ich bin ja auf einer 1024er Auflösung, das sieht aus, als würde ich mit einer Lupe zocken. Ja, aber ich denke, das war gerade in Ordnung. Nein. Warum soll der Neustart das jetzt beheben? Irgendwas muss ich machen, ich kann auf jeden Fall so nicht spielen. Ja, dann mach irgendwas, aber der Neustart wird ja nichts dran lösen. Natürlich, Neustart hilft immer. Und wenn es danach nicht geht? Ja, dann muss ich Grafikkartentreiber zurücksetzen, aber das geht jetzt hier nicht um die Uhrzeit. Ja, du kannst, kannst du kannst du einfach sagen, Rechtsklick, Neustart und dann starten mit der Grafikkarte. Das hat damit nichts zu tun, das ist schon mit Grafikkarte gestartet. Ja, aber anscheinend hat es ja nicht funktioniert. Du musst in der Prozessliste bei deinem Grafikkartentreiber dann auch noch auswählen, dass das Hotz gibt es ja einmal hier diesen Blizzard Launcher und es gibt halt das Hot, die Hotz-Echse. Du bist ja, halt beides. Hotz-Echse habe ich schon ausgewählt. Es ist, seitdem ich neuen Grafikkartentreiber habe, fickt ja das rum. Ich habe den erst vorgestern installiert. Ja, ist ja okay. Mach ich nicht so ein Drama. Wir sind jetzt erstmal am Ende der Folge. Wir haben mal wieder schön auf die Fresse gekriegt. Naja, vielleicht habe ich auch irgendwann mal Glück auf dem Stream und dass wir auch mal eine Folge gewinnen. Das wäre einfach mal ein Traum. Das Glück kommt noch. Na gut, dann erstmal bis hierher vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.